Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Startup Company hier aus Diegen Studio. Mein Name ist Marcel Schröder und wir haben ein Problem. Steelship hat ein Support-Ticket und da sind die Leute nicht mit zufrieden. So, jetzt kann ich natürlich hier mal ganz kurz gucken, ob ich hier Team Nummer 1 zuweisen kann. Und die das dann machen. Wartet auf Ticket. Mitarbeiter wartet auf Ticket. Wechseln zu Steel Streaming, Team Nummer 1. Steel Chip Team Nummer 1. Starte mal ganz kurz rein, dass das Ticket eventuell bearbeitet wird. Morgen, das müssen wir mal gucken hier. Und dann müssen wir, entweder müssen wir die mal ein bisschen umschalten oder wir müssen dann halt die dreien. Also ich könnte die hier in den, ich weiß gar nicht, wie so sind das drei Leute dann im Team. Könnte ihr einen da rausnehmen aus dem Team, oder? Support mit einer Schulung, Statistik. Wie kann ich dich denn wechseln? Ah, Steel Streaming Team Nummer 1. Da ist immer noch einer drin. Und du bist jetzt Steel Chip Team Nummer 1. Ah, okay, alles klar. Okay, gut, dann weiter. So, das sollte sich dann also jetzt über Nacht hier hoffentlich lösen. Und die Support-Anfrage sollte sich dort generell lösen. Unzufriedenheit mit dem Support, ja, die 20%, die müssen wir wegkriegen. Aber da haben wir jetzt Angel Bell drin und die macht das schon. Hoffentlich. Die Angel Bell. So, jetzt wollen wir da mal 39. Ah, das ist schon nicht. Das ist nicht zu verachten. Die ist so unzufrieden mit dem Support. Also, wenn ich jetzt so irgendeine Seite habe und ich will da irgendwie was zum Support und da reagiert keiner, dann bin ich da auch kein drittes Mal. Also, von daher. Das ist ein nicht zu verachtendes Problem. Achso, hier in Rente gehen, ja. Gut, und hier haben wir jede Menge Bewerber. So, und wenn wir jede Menge Bewerber haben, müssen wir natürlich auch ein paar Leute einstellen davon. Wir werden das mal ganz kurz durchsortieren hier und gucken mal, der ist potenziell sehr gut. 5400, sagt er uns. Hallo? Achso. Da muss ich klicken. Also, bieten wir trotzdem den Standardvertrag von $3500 pro Monat an. Naja, da will er ein bisschen mehr haben. Gut, dann geben wir ihm 4, 5. Ein Taui mehr. Dann musst du mir und Taui entgegen. Okay. Ah, 4, 8. Okay. Gut, kann ich noch mit leben. So. Dann haben wir den nächsten potenziellen Kandidaten hier. Aber der will wahrscheinlich von Startup wesentlich mehr Geld haben. 7000. Eieiei. Da müssen wir mal gucken. 6600. Okay. 5,8. 6000. 5,9. Gut. Okay, dann haben wir aber schon mal zwei. Und die können wir dann wieder hier dran setzen. Auswählen. Schulung. Schulung beginnen. Auswählen. Aus. Schulung. Schulung beginnen. Sehr gut. Du. Und du kriegst jetzt schon mal Mitarbeiter dazu. Vom Typ Anfänger hier. 1, 2, 3. Die kannst du schon mal dazu kriegen, damit die dann vielleicht eventuell schon mal von dir ein bisschen profitieren. Und dass ich die dann hier noch weiter schulen kann. Alles klar. So, weiter geht's. So. Das hat doch schon mal viel Schönes. Und. Achso. Machen wir gar nicht mehr so schnell hier. Gut, Steelship kriege ich jetzt natürlich bei dem Feature auf der Profilseite. Kann ich gerade nichts machen. Okay, da ist nichts Neues dazugekommen. Wie sieht es hier eigentlich aus mit den Features? Sind die alle auf einer Stufe? Achso, die Teilenfunktion. Ah ja, da müssen wir natürlich, achso, auch auf Frontend-Module warten. Aber der Rest, den gibt es jetzt hier schon mehr als genug, das UI-Set. Na gut, okay. Also da die Teilenfunktion müssen wir natürlich bei SteelTube auch noch ein bisschen bewerben oder beziehungsweise ein bisschen verbessern. Hier sind sie ja alle auf 25. Was eigentlich auch ganz cool ist. Und ja gut, wir haben 42%, 70% hier. Und hier ist ja die Zufriedenheit mit dem Support natürlich jetzt gestiegen, was dann natürlich das Wachstum wieder ein wenig anschiebt. So, was uns dann natürlich bei dem Steelship-Vertrag hier, müssen wir mal gucken, 3,8 Millionen haben wir jetzt schon. Ich denke mal, wir können erstmal alle rausschmeißen und können den Filter auch hier auf 4 Millionen setzen. Denn ich denke mal, den nächsten großen Vertrag wäre bei 4 Millionen wir arbeiten bei Steelship. Und das sollten wir auch durchaus relativ schnell erreichen. Da müssen wir ab und zu mal gucken. So, hier sind wir auf dem absteigenden, aber wir haben einen 7 Millionen Vertrag. Also den können wir auf jeden Fall noch erreichen. Genügend Leute haben wir hier. Ein bisschen Wachstum ist sogar da. Ja, irgendwann ist es ja, versteckt sich das ja von selbst dann nachher, diese Nutzerzuwachs. Ne? Also wenn dann eine Seite bekannt ist, dann
wird sie auch von mehreren Leuten empfohlen und so. Also da gibt es ja auch Mundpropaganda. Ich weiß nicht, ob das hier berücksichtigt ist. So, gut. Da ist dein Vertrag ausgelaufen. Der Vertrag Nummer 39. Das müsste... Oh, hier müssen wir aber unbedingt einen neuen machen. Hier müssen wir unbedingt einen neuen machen. Da sind wir ja echt ganz weit hinter. Wie sieht es denn hier aus mit der Schulung? Können wir das noch verbessern? Da müssen wir ja unbedingt einen neuen machen. Und da haben wir hier den 4-Euro-Vertrag. Der sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Gut, also das müssen wir auf jeden Fall neu machen. Und 1,3 Millionen, den können wir ja schon auf 1,5 setzen hier. Ohne Probleme. So, zurück. So, welcher war denn das jetzt? Das war der hier, ne? Oder? Nee. Ah, der muss einen neuen Vertrag machen. Das ist der neue Vertrag hier. Für 7 Millionen. Moment, Pause mal. 410, 420. Ja, dann nehmen wir den. Verhandeln wir den. Das müsste die Textanzeige sein für die nächsten 10 Tage. Verhandeln wir mal mit 59 Anfangsgebot. 45. Dann gehen wir mal bis auf 49%. Gehen wir mal auf 7 zurück. Dann kommst du mir bestimmt schon fast 6 entgegen. Genau. Dann gehen wir auf 6,20. Und das sollte eigentlich klappen jetzt. Ja. So, 6,20 Euro für 7 Millionen. Sehr gut. Automatisch verlängern. Sollte sich hier auch ein bisschen verbessert haben. Jo, 200.000 mehr. Ist okay. Ist okay. Kann ich mitleben. So. SteelTube sollte eigentlich vielleicht auch mal einen neuen Vertrag jetzt demnächst kriegen. Das ist Steel Streaming hier. Was SteelTube ist. Ja, einer von den beiden. SteelChip hat 9 Euro im Vertrag stehen. Ja, die 4 Millionen kriegen wir auf jeden Fall. So, und SteelTube hat... Oh, da muss ich den Filter unbedingt ändern hier. 2,8 Millionen nur. Filter ändern auf... Machen wir 3,5 Millionen. So. Da waren wir schon mal und sind jetzt wieder da. Okay. So, Schulung. Ach, hier kann man sogar noch eine Verbesserung dran machen. So, Statistik sieht ganz gut aus. Okay, das könnte sich dann hier ausgehen, dass wir da einen schönen Vertrag kriegen. So. Gut, Vertrag Nummer 39 ist ausgelaufen. Den haben wir wieder neu abgeschlossen. Wir haben neue Leute hier eingestellt. Der ist untätig. Das können wir natürlich so nicht zulassen. Den müssen wir natürlich dann schulen. So. Ich hoffe, dass unser Manager relativ schnell nachkommt. Und wir ihm dann den Plan geben können, dass er ein bisschen was entwickelt für die Leute hier. So, und wir gehen dann mal weiter in SteelChip hinein und sagen bei dem Feature Profilseite immer noch keine Verbesserung möglich. Aber es werden natürlich jetzt erstmal alle anderen Sachen hergestellt wahrscheinlich. Weiß nicht, ob der nachher hier irgendwie sowas... ja, guck mal, Schnittstellenmodule machen die alle. Payment Gateway Modul. Ja, das sind dann natürlich alles Sachen, die wir dann für unsere anderen Sachen brauchen. Verbessern, bestätigen, Schulung. So. Okay, wir müssen ihn noch einstellen. 3 muss ich noch einstellen. Gucken wir doch mal, haben wir hier was Schönes, potenziell Erfolgreiches? Andersrum. So, hier ist 197. Da können wir auf jeden Fall mit einem 3-5er-Vertrag mal gucken. 5-6, okay. 4-3. 5-1. 4-7. Klick, da haben wir sie. So, sehr schön. Haben wir noch was richtig gut Potenzielles hier unten gleich schon? Die Sortierung weg. So, hier haben wir noch was potenziell Gutes. Den kriegen wir auch recht günstig. Ich glaube, den kriegen wir für 4 knapp. Eingekauft hier. Hier 1. 3, 7. 3, 8. So, dann gucken wir weiter. Haben wir noch so einen potenziell Kandidaten hier? Ne, erstmal nicht. Dann suchen wir noch ein paar und setzen die hier hin. Auswählen, Schulung, Schulung beginnen. Auswählen, Schulung, Schulung beginnen. So, Zeitmaschine starten. So, nächster Tag, neues Glück. Der Steuersatz des Rentenfonds wurde zurückgesetzt. Okay, heißt also, ich bezahle jetzt wenig Steuern. Ne, sind immer noch 40%. Ist ja ein Ding. Habe ich denn überhaupt schon Geld in meine? Doch, ich habe schon meine Altersversorgung, glaube ich, schon 16.000. Ja, 18.666. Muss ich denn jetzt jedes Jahr Steuern für bezahlen? Wird das wieder weniger? Ist ja doch. Hatte ich da nicht schon mal mehr drin? Mehr als 18.666 insgesamt überwiesen, oder?
Ja gut, ja, überwiesen schon, aber wie viel kam davon an? Wenn man bloß von 10.000 bloß 3.600 bei uns unten ankommt, ist natürlich klar. Da kommt von 100.000 36.000 da unten an, ne? Das ist schon hart. So, gut. Die Zufriedenheit hier mit dem Support steigt hoffentlich. Keine aussteigenden Tickets, okay, 50 Stunden, okay, zwei Tickets gelöst, 50 Stunden, ja, okay. Naja gut, wenn noch ein Ticket dazu kommt, das schnell gelöst wird, sollte sich das auf jeden Fall schnell verbessern. So, hier müssen wir wirklich langsam aber sicher mehr Leistung von den Rechnern hinziehen, ne? Machen wir mal, dass hier 25% ankommen. Dann sind sie wieder relativ gleichmäßig. Aber es könnte sein, dass das denn hier ins Maximum läuft am Abend. Und da müssen wir dann mal gucken. Das darf natürlich dann nicht passieren, aber wird sich schon. Ja. Rechenleistung geht ganz schön hoch. 66% haben wir. 68, 80, 82, 86, 91. Also es reicht gerade so noch aus, aber... Da müssen wir unbedingt dran, dass da ein bisschen mehr passiert. So, wie sieht es hier aus mit den Mitarbeitern? Haben wir einen potenziellen Kandidaten auf der ersten Seite? Nee, haben wir nicht. Machen wir alle weg. So, ich mache ein paar neue. So, gut. Okay, das sieht aber schon mal ganz gut aus. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Hier, die schulen sich schon. Und du bist, hier bist du bei der Schulung hier? Ja. Gut. Kurz vor Ende. Alles klar. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Hier müssen wir unbedingt... Ah ja, hier muss ich mal nochmal reingucken. Features. Kann ich jetzt dann hier die Profilseite verbessern? Immer noch nicht, weil ich keine Eingabemodule habe. Na, was ist denn da los? Ja, gut, es wird alles Mögliche produziert hier, ne? Und das ist schon wahr. So, gucken wir doch mal, wie sieht denn das jetzt hier aus? Zahle Boni... So. Aber wieso ist denn seine Stimmung hier 45%? Achso, das kann ich nur alle 30 Tage machen. Ah, alles klar, okay. Gut. Dann habe ich das jetzt zu schnell hintereinander gemacht. Ein paar Leute haben einen Bonus gekriegt. Ja. Okay. Gut, ein Darlehen kann ich aufnehmen, aber das hilft mir auch nicht so wirklich. 2,7 Millionen wäre natürlich schon nicht schlecht. Also wenn ich jetzt wirklich die letzten mindestens... Bewertung 4 Millionen, Laufzeit, 30 Tage Zinsen, tägliche Kosten. Das ist natürlich auch mächtiger Zins drauf, ne? Aber um mich rauszukaufen aus dem, weiß ich nicht. Glaube ich, sollte ich das auch nicht machen. Das sollte ich denn Gewinn intern hier so weit maximieren, dass das ganz gut läuft. Ja, da ist nichts Gutes dabei. Die fliegen alle weg. So, wie sieht's hier aus? Maximale Anzahl an Leads erreicht. Das ist auch gerade neu verlängert worden. Da ist aber auch nichts Schönes dabei und tschüss. So. Der ist gerade frisch angelaufen, der läuft gut. So, dann gucken wir hier oben nochmal. Der wird nicht verlängert. Da hoffe ich also drauf, dass ich ihn guten habe. Ja, habe ich ja auch. 1,5 Millionen. Den können wir auch locker bedienen. Habe ich sogar zwei davon. Das heißt, da könnte ich auch ein bisschen pokern. Könnte ich versuchen, die eine Bannerwerbung. Aber das ist hier Steel. Games, Vertrag Nummer 65, das ist nicht die Bannerwerbung. Das ist die andere, aber den kriege ich auf jeden Fall noch 6 hoch. Okay, da könnte ich jetzt mit Steel Games dann mal irgendwann richtig Kohle machen. Hier ist auch ein relativ guter Vertrag sogar dabei mit 1,3 Millionen Leuten. Ja, wie gesagt, maximale Anzahl an Leads schon wieder erreicht. Den 410er lassen wir mal oben nennen. Oder 4-0er. Und stellen den Filter hier auf. Millionen. Das kriegen wir auf jeden Fall gewährleistet hier auf Steel Games. Okay. So. Dann können wir hier eigentlich den Filter auch auf 1,7 Millionen setzen. Vielleicht. Aber über Nacht wird da nichts kommen mehr. Was Tolles. So. Okay. Gut. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Hier, dann machen wir die Nacht, aktiv hier. Zack, Zeitmaschine, dann geht der Vertrag nämlich raus. Und dann können wir nämlich hier ein bisschen gucken. Dann können wir hier mal verhandeln. Nee, Steel Games, da kriegst du die Textanzeige für
5 Tage, wir verhandeln den Vertrag und mein Ziel sind wirklich 6,20. Angebot senden. 5,10 und schon ganz schön mad. Okay, da haben wir ein bisschen über die Stränge geschlagen, glaube ich. So, 5,60 bei 30%. 6 bei 24%. Okay, 6,10. Nehmen wir. Der Rest kommt weg. So. Gut, dann haben wir Steel Games jetzt hier schon mal den einen Vertrag auf 271.000. Okay, das ist schon ganz gut. So. Und der andere Vertrag, der wird ja auch definitiv neu gemacht hier. Da ist ein Vierer dabei. Okay, der wird auch neu gemacht. 1,3 Millionen statt 1,1. Vielleicht kriegen wir auch 1,7 noch einen schönen Vertrag dazu. Dann nachher, ne, wenn wieder Filter ist. Das ist schon ganz okay. Da könnte man noch ein bisschen mit Geld verdienen. Gut, wir haben die nächsten 1000 Punkte zusammen. Das heißt, wir können bei der nächsten Produktion die nächsten Expertensachen freischalten. Marketing interessiert mich nicht so. Design, das könnte mich interessieren, glaube ich. Dann machen wir erstmal die Designer noch. So, das zielt dann auf euch ab hier, dass ihr ein bisschen mehr macht. Designergruppe, Produktionsplan, Nicht-Entwickler, Designer. Ja, ihr macht mal alles. 50, 50, 50. Habt ihr hier noch zu tun? So. Und hier die Designer, Produktionsplan verwalten. Ja. So. Dann können die Designer erstmal arbeiten. So. Dich verbessern wir und sagen Schulung beginnen. Dich verbessern wir und sagen Schulung beginnen. Und dich verbessern wir und sagen Schulung beginnen. So, gut. Zeitmaschine starten. Ab in den nächsten Tag. 127.000 plus immer noch. Na gut. Gut. Okay, dann müssen wir jetzt bei dir hier nochmal einen richtig schönen raussuchen. Hier haben wir einen, der relativ kostengünstig wahrscheinlich zu mir kommt. Haben wir erstmal 3,5. Auch schon ganz schön viel hier für ihn. So, Angebot senden. Ah ja, 3,5, das ist er gleich direkt da. Gut. So, dann brechen wir das ab. Dann sagen wir hier Schulung. Ne, dann sagen wir hier erstmal wieder, mach den Entwickler. Kannst ein bisschen was entwickeln, passt schon. So, die warten alle auf Tickets, das ist auch okay. Und hier müssen wir gucken, der Support von SteelTube. Ich muss dich mal, ah, dich könnte ich schon mal verbessern. Schulung könnte ich eigentlich, ne, Schulung lassen wir dann erstmal. Und dann warten auf Tickets. Du gehst jetzt in das Team SteelTube Nummer 1. Start. So. Dann hat sie nämlich hier schon mal ein Ticket. Dann kann SteelTube erstmal das Ticket bearbeiten. Und dann müssen wir hier nachher mal gucken, was da denn kommt. Da brauchen wir dann mal einen Supporter. Brauchen wir dann nochmal einen neuen. Kriegen wir aber hin. So. Gut. Das zu dem. So, die Serverlast ist immer noch relativ hoch. Aber da könnte man vielleicht hier bei bestimmten Features nochmal hier erstmal ein bisschen was wiederholen. Auch hier könnte man wahrscheinlich bei dem Feature Startseite ein bisschen was wiederholen, dass da nicht mehr ganz so viel Last drauf ist. Und bei der Profilseite Verbesserung gehen sich 2 aus, dann sind wir bei 68%. Da würde ich fast sagen, dass wir das freischalten jetzt. So, und dann sehen wir, dass die Serverlast viel zu hoch ist. Oh, 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 oh. Okay, dann müssen wir jetzt hier Features runterkriegen von der Serverlast. Und das geht nur bei der Startseite. Also müssen wir jetzt hier bei der Startseite. Ach, geht's auch bloß bis dahin. Okay, also wir brauchen mehr Server für SteelChip. Da muss ich dann jetzt wirklich beim Hosting mal nochmal ein paar Prozent herholen. Und dann gehen wir ganz kurz ins Gebäude, glaube ich. Ja, dann wechseln wir mal ganz kurz ins Gebäude rüber und hauen uns hier noch ein paar Racks rein. Wir gucken mal. Wir kaufen uns auf jeden Fall mal so einen großen Schrank hier. Da geht ja einiges rein. So, da gehen 42 Units rein. Dann... was brauchen wir als erstes? Wir brauchen als erstes einen Webserver. Wir brauchen eine Kühlung.
Wir brauchen einen Webserver. Wir brauchen eine Kühlung. Wir brauchen einen Webserver. Wir brauchen eine Kühlung. Wir brauchen einen Cache-Server. Wir brauchen eine Kühlung. Wir brauchen einen Datenbank-Server. Kühlung. Datenbank-Server. Kühlung. So, den werden wir dann hier konfigurieren. 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 So. Also dann können wir nochmal einen Datenbankserver dazu. Nein, abbrechen, nicht so einen kleinen, einen etwas größeren hier. Und eine Kühlung. Und dann werden wir den mal konfigurieren. So. Und dann machen wir natürlich. Ah ja, hier passt noch ein bisschen was rein. Dann machen wir hier noch einen Webserver rein. Und noch einen Webserver, noch einen Cache-Server und noch einen Datenbankserver. Und jetzt müssen wir das mal ganz kurz hier vereinzeln und dann Kühlung reinkaufen. So, und dann müssen wir das hier konfigurieren. 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 So. Dann sind wir bei 200.000. Das, denke ich mal, ist jetzt erstmal ordentlich mehr Leistung. Ja, würde ich sagen. So, Temperaturproblem haben wir noch keins hier drin. Dann gehen wir hier erstmal wieder raus. Dann haben wir jetzt noch ein bisschen mehr CUs zur Verfügung für die Webseiten. Brauchen wir auch, aber das, also das ist ja jetzt nochmal eine ordentliche Steigerung gewesen. So. Gut, ich würde sagen, das reicht auch erstmal für heute. Wir haben hier die Support-Tickets müssen wir bearbeiten, aber das sieht ja jetzt erstmal ganz gut aus hier. Was ist denn da? Hm, ein Ticket gelöst, 49 Stunden. Gut, da habe ich zu spät gesehen, dass es kam. Hier müssten wir dann auch mal gucken beim Support. Hier haben wir 3 Tickets gelöst und das Ganze in 38,7 Stunden. Also das geht auch sehr gut noch voran. Wir müssen nachher irgendwann mal noch einen Supporter einstellen, wenn in Steel Games das Problem auftritt. Da können wir wahrscheinlich dann erstmal schnell einen Supporter rübernehmen, aber gut, das läuft. Steelship hat jetzt zuerst mal wieder ordentlich Kapazität gekriegt für neue User. Wir können potenziell 1,8 Millionen User hier erstmal erreichen. Da ist natürlich ordentlich was los. Wir haben ein neues Feature. Diese Profilseite. Dann kann ich sogar jetzt nochmal 2 Stufen erhöhen. Dann sind wir schon auf Stufe 29, was dann die ganze Sache hier noch ein bisschen erhöht. Da können wir theoretisch auch noch eine Werbung draufschalten und dann kriegen wir noch ein höheres und schnelleres Wachstum. Müssen wir mal gucken. Ich denke, das würde sich lohnen an der Stelle und dann müssen wir natürlich dann schnell die Werbung hinterherziehen und alles. So, dann müssen wir hier mal eine Verbesserung machen und die Schulung starten. So, den kann ich jetzt eigentlich auch noch schon noch wieder Mitarbeiter zugeben, ne? Hier so ein Anfänger und noch so ein Anfänger. So, wie gesagt, das wird dann noch ganz lustig werden, dass die denn hier zugewiesen werden und er dann mal ein bisschen Einfluss auf die Leute hat und wir dann hier noch eine ganze Gruppe an leitenden Entwicklern haben. Du, ach, pass auf, wir machen einfach mit dir. Ich habe ja schon noch einen eingestellt, den muss ich jetzt vorne noch hinsetzen. Ah, da ist er ja. Auswählen, Schulung, starten. So, gut, und dann, ja, machen wir dann, das machen wir in der nächsten Folge. In der nächsten Folge werden wir den nächsten Support-Mitarbeiter suchen, der natürlich hier da ist. Auftrag Nummer 67 ist ausgelaufen, das war hier der mit 1,7 Millionen für 4. Okay, den verhandeln wir noch schnell. Das ist die Games, Bannerwerbung, 1,7 Millionen für 5 Tage verhandeln. Dann gehen wir natürlich jetzt erstmal mit 12 Dollar wieder ran. Oder machen wir 50 Angebot senden. Wo kommen wir denn da hin? 47, recht freundlich. Okay, was hast du denn zu 10? Da sagst du mir 8,10 Euro mit 41%. 39. Ein bisschen entgegen so. 8,70. Okay. Dann treffen wir uns bei 9. Was hältst du davon? Angebot senden. Angenommen. So, sehr gut. Steel Games hat nochmal einen neuen Vertrag gekriegt, der deutlich mehr Geld bringt und was sich dann auch täglich schon wieder mit 4.000 zu Buche schlägt. Sehr gut, alles klar. Dann würde ich sagen, drücken wir hier die Pause, speichern wir die ganze Sache und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich riesig drüber freuen, wenn ihr hier mich weiter begleitet. Bis denn, tschüss.